Wenn das die einzige Panne heute ist. Ah! Müllabfuhr! Schön, da habe ich zu spät geklingelt. Wie sind die Müllabfuhr? Ja, ich würde sagen, nicht wesentlich zu spät geklingelt. Ah, ja. Sagen Sie, sind Sie die Müllabfuhr? Ja, wer sonst? Ja, man riecht's, ja. Es ist schön, dass Sie kommen. Ja, wo ist Ihre Mülltonne? Ja, die ist leider kaputt gegangen. Wiedersehen. Halt. Ohne Mülltonne keine Müllabfuhr. Noch meinen Sie, ich bin vom Ruf Müllschlucker? Maß halten, mein Freund. Nein, schon wieder? Natürlich nicht. Bitte, wenn Sie noch einen Moment verweilen, ich hätte auch für Sie eine Flasche. Flaschen gehören nicht in Müll. Leere Flaschen sind gesondert. Nein, es gibt keine leere. Das ist eine halb voll. Na ja, so. Nicht die Firma zeigen. Ach, Sie auch in dieser Sendung wieder auf Schleichwerbung. Wie war das mit Ihrer Mülltonne? Ja, das ist so. Sie schauen mich immer so verschmitzt an. Ich muss immer lächeln. Also, komm nur daher, weil ich hänge im Augenblick. Ich war ja dran. Also, passen Sie auf, mit dem Mülltonne ist es folgendermaßen. Also, ja, ich bitte darum. Meine Mülltonne ist... Ruhig bleiben. Meine Mülltonne steht in meiner Garage und meine Frau... Oh! Ich würde sagen, das wäre eine Lösung. Nur eine Zwischenlösung. Meine Frau, die hat erst vor kurzem den Führerschein gemacht. So vor 2-3 Jahren so. Ach. Ja. Und da ist sie überfahren worden. Ihre Frau? Nein, die Mülltonne. Und jetzt ist sie völlig unbrauchbar. Ihre Frau? Nein, die Mülltonne. Aber ist ja nicht viel passiert. Der Mülltonne? Nein, meine Frau. Aber die Mülltonne ist kaputt. Ui, das ist ja viel schlimmer. Ho, ho, ho. Sie hören eine Ballade mit dem Titel Täglich Mittwochs außer Donnerstag. Eine Ballade für Brotmaschine und Hundepfeife. Es geschah in einem Lande, das keinen Landesnamen hatte. Was daran lag, dass keiner wusste, dass man sowas haben musste. Du hast schon wieder F gespielt. Nein. Moin. Ihr zwei seid auch schon da? Bist du schon wieder besoffen? Nein, immer noch. So. Ah, so machst du das. Ja, du hast gesagt, wir sind zu kurz. Hast du nur einen auf der Pfanne? In dem Suff, Mensch.